Hallo erstmal und willkommen zum Vortrag Was ist Smart an Smart Search? Vorweg, wer jetzt schon beim Joomla Camp in Essen mit dabei war, da habe ich diesen Vortrag dann schon mal gehalten, so ähnlich wie er jetzt ist. Insofern, falls ihr dann jetzt doch nochmal woanders hin wollt, jetzt letzte Chance. ja, Hannes Papenberg, hallo. Ich mache das hier alles schon ganz schön lange. Heißt nicht, dass ich gut vortragen kann, aber ich versuche es trotzdem. In Joomla 4 haben wir im Bereich der Suche einiges verändert. Und zwar ist ComSearch erstmal rausgeflogen, was ganz viele ganz schlimm fanden, weil Smart Search hat doch so viele Probleme und ist doch so kompliziert und das funktioniert bei mir gar nicht richtig. Und warum sollte ich das denn nehmen? ComSearch läuft doch auch. Und da ist dann die große Frage, was ist denn der Unterschied zwischen ComSearch und Smart Search beziehungsweise dem Suchindex oder Finder oder was es jetzt alles schon für Namen hatte. ComSearch ist ganz einfach gesagt hier das hier, wir suchen eine Stecknadel im Heuhaufen. Da wird ganz stupide, werden einige Plugins aufgerufen und die sollen mal suchen, wie die das genau machen. Keine Ahnung, interessiert uns auch nicht. Ob das performant ist, keine Ahnung, wir gucken mal. Das sucht direkt auf den Originaldaten, das heißt, wir könnten auch einfach StringPos in PHP aufrufen, um dann nach dem entsprechenden Begriff zu suchen. Da kommt nicht immer so was wirklich Tolles bei raus. Und vor allen Dingen, wenn es jetzt irgendwie ein bisschen anspruchsvoller wird, dass man vielleicht verschiedene Wortstämme suchen möchte oder dass die Wörter ein bisschen durcheinander gewirbelt sind, andere Reihenfolge und so, dann wird das damit alles ein bisschen schwierig. Dafür haben wir aber einen Smart Search. Smart Search basiert eben auf einem Index. Man sieht das hier schön. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt aus einer Bibliothek, so ein Index, Zettelkasten-Ding, wo man dann eben, dann sucht man sich das entsprechende Buch raus, dort steht dann, wo ich es finde, das ist halt der große Trick bei dem Index. Und Smart Search benutzt zwar auch Plugins, aber diese Plugins befüllen halt diesen Index und machen nicht die direkte Suche dann, wenn ich als Endnutzer darauf zugreife. Der große Vorteil von dem Index ist eben, dass wir die Daten vorverarbeiten können. Wir können Wortstämme bilden, wir können dort das Ganze filtern, dass wir zum Beispiel bestimmte Begriffe rauslassen oder dass eben an bestimmten Sprachen nochmal Änderungen vornehmen. Der große Unterschied ist eben, wir suchen jetzt nicht mehr auf den Originaldaten, sondern wir suchen eben in diesem Index. Das hat natürlich dann später auch noch Auswirkungen, weil eben der Index, der muss eben auch noch aktuell sein, der muss synchron gehalten werden mit den Daten, die ich eigentlich in der Datenbank habe. Das erlaubt aber vor allen Dingen auch eine Gewichtung nach Relevanz und nicht nur, wie wir jetzt bei ComSearch das bisher hatten, dass es einfach nach Reihenfolge, wie diese Plugins ausgeführt werden und was immer die jetzt eben ausgeben. Gewichtung nach Relevanz in den Suchergebnissen. Wenn ich jetzt da nach Joomla suche auf einer Webseite, dann kommt eben der Text über, was kann denn Joomla alles, wahrscheinlich als erstes, bevor dort irgendwie das Impressum auftaucht. Und bei ComSearch wird das Impressum vielleicht eher auftauchen, weil ich es eben als erstes angelegt habe für die Webseite. Ganz wichtig aber, relativ egal, wie viel Inhalt und vor allen Dingen auch Inhaltsquellen ich mit Smart Search durchsuche, die Suchperformance bleibt relativ konstant. Also da tut sich jetzt nicht so viel. Wie funktioniert die Relevanz? Momentan ist das so, dass er einfach die Anzahl der Wörter in einem Beitrag aufsummiert, also je häufiger das Wort vorkommt, das gesucht wird in einem Beitrag, desto relevanter ist es eben für das Suchergebnis. Es gibt dann noch Gewichtungsfaktoren, wo ich sagen kann, wenn es in der Überschrift ist, ist irgendwie Faktor 2, wenn es in
dem Fließtext ist nur Faktor 0,7, solche Sachen, das können wir uns nachher auch gerne nochmal angucken. Sonst noch Fragen jetzt spontan? Sonst gehen wir weiter zu den Features. Wir sehen hier Suchindex, Stemming, die Phrasensuche, die Klassifizierung und so als kommt irgendwann nochmal Preise- und Datumssuche. Der Suchindex. Letztendlich, ich habe ja gerade schon das Beispiel von diesem Zettelkasten in der Bibliothek genommen. Wir müssen halt eben vorher diesen Zettelkasten einmal anlegen. Und das ist dann eben unser Index, auf dem wir suchen. Das Suchen auf diesem Index ist ziemlich schnell. Das könnt ihr selber am besten einfach ausprobieren. Das Schreiben dieses Index dauert halt etwas länger. Das wisst ihr auch, wenn ihr halt im Backend einmal den Index neu generiert, dann kann man da auch schon mal eine halbe Stunde oder Stunde sitzen, je nachdem, wie groß die Seite ist. Das ist aber halt, so ein Suchindex ist quasi Google für Arme. Google macht es auch nicht viel anders. Ja, doch, die machen es anders, aber die Grundidee, ne, ist eine ähnliche. Aber zum anderen Thema kommen wir später nochmal. Dann das spannende Stemming, was ich ja gerade schon angedeutet hatte. Im Index können wir die Inhalte vorverarbeiten. Wir können eben von den verschiedenen Wörtern den Wortstamm finden. Dafür gibt es mathematische Modelle. Behaupte ich nicht, dass ich die irgendwie selber verstehe, aber wir stehen auf den Schultern von Riesen. Andere haben das zum Glück schon für uns alles entwickelt. Es gibt PHP-Bibliotheken, die eben für verschiedene Sprachen den Wortstamm aus einem Wort herausbilden können. Ne, eben von hat, haben, hat, hätte, hast und so weiter. Das macht er dann alles automatisch. Diese Algorithmen finden nicht jetzt das grammatikalisch korrekt den Wortstamm, aber eben das, wo wir sagen können, okay, das eine Wort hängt mit dem anderen Wort zusammen und dann gibt uns das da denselben Wert am Ende raus, sodass man eben, wenn man dann sucht, eben nicht nur den exakten Suchbegriff findet, sondern eben auch diese Varianten. Dann haben wir noch die Phrasensuche. Die ist per Default in Smart Search nicht eingeschaltet, weil die relativ speicherintensiv ist. Aber Smart Search erlaubt nicht nur die Suche nach einzelnen Wörtern, sodass ich, wenn ich jetzt da 5 Wörter suche, dass sie irgendwo im Text vorkommen können, sondern ich kann auch wirklich exakte Sätze jetzt aus dem ganzen Text raussuchen. Dafür muss ich das einfach nur in Anführungszeichen setzen, die ganze Phrase, die ich eben jetzt haben möchte. Der Nachteil ist eben, der Index wird dadurch um ein Vielfaches größer, weil er eben nicht nur die einzelnen Wörter in dem Index speichert, sondern eben alle Trippel von Wörtern, die jetzt in dem Inhalt vorkommen. Also ich zerlege dann jeden Text eben immer in 3 Wörter, sodass ich dann sagen kann, okay, diese 3 Wörter kommen hintereinander vor und dann nehme ich mir das nächste Triple und gucke, okay, wo überlappen die in den letzten Wörtern und dann kann ich so dann eben beliebig lange Wortsätze mir da raussuchen. Das bedeutet aber eben auch, der Index wird um den Faktor, ich glaube, 4 oder sowas größer, was dann bedeuten kann, dass eben auch eine einfache Webseite, die, was weiß ich, 50 Megabyte Textdaten hat, mit diesem Index dann auf einmal auf 200 Megabyte anwachsen kann. So, ich meine, als grobe Richtlinie. Ja. Was machen wir mit Bindewörtern? Momentan löscht er da nur die Bindestriche und wenn du jetzt Bindewörter meinst im Sinne von mit Bindestrichen oder einfach nur zusammengesetzte Wörter kann er momentan noch nicht auseinandernehmen. Das ist ja auch sowas Deutsches. Die Amerikaner haben da... Habe ich halt eher und. Ach so. Was meinst du jetzt in der Suche? Phrasensuche. Nehmen wir die raus oder
Die würden drin bleiben. Weil wir versuchen, nehmen das heraus. Also in der Indexierung. Nur wenn du es einstellst. Dann geht es zu Pech und Schwefel. Sagt dann, okay, ich habe hier gefunden, also eine Phrase Pech und Schwefel. Oder kann ich noch sagen, ich finde hier einen Begriff, wo da kommt 15 mal Pech vor, 10 mal Schwefel. Das schreibt immer vor und irgendwo ist dann 5. oder 6. Stelle, steht irgendwo mal. Naja, also wenn ich jetzt eben die Phrase suche, dann muss ich eben in der Suche eingeben, Anführungsstriche, Pech und Schwefel, Anführungsstriche, so. Und dann gibt er mir auch eben nur den Inhalt raus, wo jetzt eben diese komplette Phrase drin vorkommt. Also dann gibt er mir nicht alle Texte raus, wo halt Pech und Schwefel so drin vorkommt, sondern eben nur, wo die gesamte Phrase drin vorkommt. Aber wie gesagt, also wenn du jetzt eben diesen Wortfilter, den wir auch noch mit drin haben, und darauf noch abzielen willst, das ist eben auch erstmal per Default ausgestellt. Müsste man dann halt einstellen. Das war so ein bisschen der Versuch, den Index etwas kleiner zu halten. Ich bin inzwischen, frage ich mich, ob das so sinnvoll war. Ich habe es programmiert, es muss mit Sicherheit einen Sinn gehabt haben. Wahrscheinlich nicht. Und dann das Spannendste, was ich an Smart Search wirklich lieben gelernt habe, sind die Klassifizierungen oder Taxonomies, weil es im Endeffekt haben wir dort ein Key-Value-Pair, was man an jeden Eintrag dranhängen kann. Und ich kann dort beliebige Werte, also String-Werte dran anhängen. Und seit eben Joomla 4 gibt es dann auch die Nested Values, womit man auch so einen Kategoriebaum dranhängen kann. Das erlaubt ziemlich komplexe Filter. Man stelle sich sowas vor wie Geizhals. Ich filter mich dann nach und nach durch die möglichen Optionen für Monitore zum Beispiel durch oder für ein Suchportal, für ein Reiseportal. Da kann man eben sagen, ich hänge jetzt folgende Tags an meinen Inhalt dran und das ist in der und der Kategorie. Und ich habe eben diese ganzen Klassifizierungen, habe ich alle in Smart Search verfügbar, kann die alle in Filterlisten eben mir anzeigen lassen und danach dann entsprechend filtern. Und ganz großer Vorteil eben auch, ich kann damit verschiedene Suchen auf der Webseite eben einrichten. Ich kann ein Modul anlegen, was eben jetzt nur auf den Hilfetexten zum Beispiel sucht und ich kann ein globales Modul anlegen, was auf allen Daten sucht. Das läuft eben über diese Taxonomies, über diese Filterung, Klassifizierung, die ich dort entsprechend einstellen kann. Was es dann auch noch gibt, wir haben Felder für Preise und Datumsangaben und das ist zwar jetzt nicht unbedingt auch überall in der GUI schon implementiert, aber ich kann auch jetzt schon nach eben Preis-Ranges und nach einem Datum entsprechend suchen. Das ist so ein Smart Search hat halt eine etwas längere Geschichte schon. Wir haben es bei Joomla 2.5 wurde das implementiert. Das hat eine Entwicklerschmiede uns damals geschenkt und ich vermute, die haben das auch schon von jemand anderem übernommen, weil wenn ich mir das so angucke, was da an Code drin ist, dann wirkt das, als wenn das von mindestens drei verschiedenen Leuten geschrieben wurde. Und aber da sind Felder für Preise und Datumsangaben mit drin, sodass man eben auch einen Eventkalender damit bauen könnte oder durchsuchen könnte. Aber sie sind halt noch nicht, da könnte man noch ein bisschen Feinarbeit dran machen. Aber Joomla 4 hat ja jetzt noch zwei Versionen, ne? Bevor wir dann zu Joomla 5 kommen und da kann man mit Sicherheit nochmal was machen. Jetzt gibt es bei Smart Search einige Fallstricke und auch einige Fehlermeldungen.
Weshalb viele so ein bisschen sagen, ja, das funktioniert ja nur so bedingt oder so richtig durchschaubar ist das für mich jetzt nicht. Und da sind wir dann als erstes bei der Standardsprache. Das ist eine Option in den Komponenteneinstellungen und hat große Auswirkungen darauf, wie dieser Index erstellt wird und wie dann eben später auch gesucht werden kann. Wenn ich jetzt eine einsprachige Webseite habe oder per Default wird angenommen, dass dort jetzt einfach nur eine Sprache verwendet wird, die an Leerzeichen die Wörter trennt und ansonsten machen wir jetzt nichts weiter großartig damit. Wenn ich aber jetzt sage, ich bin zum Beispiel im Chinesischen, dort haben wir jetzt nicht so viele Leerzeichen. Da ist jedes Zeichen sein eigenes Wort. Wenn ich jetzt auf Chinesisch eben umstelle, dann trennt er nach jedem Zeichen. Das, Entschuldigung. Für die, ich sag mal, westeuropäischen Sprachen gibt es dann noch Einstellmöglichkeiten, dass er eben diese Stemmer dann benutzt. Wenn ich die dann einstelle, dann benutzt er die Stemmer für die jeweiligen Sprachen auch mit. Wenn ich jetzt eine mehrsprachige Seite habe, kann ich sagen, okay, ich möchte, dass alle Inhalte wie zum Beispiel Englisch behandelt werden, oder ich sage, benutze die entsprechende Contentsprache, die für den jeweiligen Inhalt ausgewählt ist. Ja. Verschiedene Sprachen in einem Text. Verschiedene Sprachen in einem Text kann er momentan noch nicht. Also er richtet sich nach dem, was für den jeweiligen Beitrag oder für das jeweilige Produkt als Sprache eingestellt ist. Wenn halt nichts eingestellt ist, dann sagt er halt, dann ich trenne jetzt nur nach Leerzeichen und mache keine weiteren Verarbeitungsschritte damit. Falls ihr euch ein bisschen für die Indexierung interessieren wollt, um da auch ein paar mehr Daten mal zu kriegen, wie viele Inhalte indexiert er jetzt gerade, wie weit ist er jetzt in dem Fortschritt und so weiter, kann man den Debug-Modus der Webseite einschalten. Da gibt es dann eben ein paar Angaben. Wir sind jetzt bei Beitrag 500 von 2000 so und es kommt dann jetzt noch folgende Inhalte. Dann weiß man so ein bisschen, wo hängt er denn jetzt gerade am längsten. Und dann haben wir zwei Fehler, die relativ häufig aufgetreten sind. Einmal die Meldung, die Tabelle Finder Tokens ist full. Das ist ein Problem gewesen, was eben bei der Indexierung aufgetreten ist. Weil wir während der Indexierung werden die Inhalte in eine Memory-Tabelle geschrieben, um sie dann eben fortzuverarbeiten und dann in den Index zu schreiben. Manchmal waren die Inhalte für diese Memory-Tabelle zu groß. Wir haben zwar einen Mechanismus gehabt, der eigentlich greifen sollte, um jetzt diesen in dem richtigen Moment dann das abzufangen. Der hat aber bisher nicht funktioniert. Seit Joomla 4.2 ist das Problem hoffentlich behoben. Wenn ihr das doch nochmal habt, meldet euch gerne. Aber damals gab es da noch einen Memory-Einstellung und so. Das ist auch alles rausgeflogen, das macht er jetzt automatisch. Und es gibt manchmal das Problem, dass eben der Hoster nicht genug RAM zur Verfügung hat. Und dann kriegt man eben diese Fehlermeldung, Memory Exhausted. Das passiert normalerweise nur, wenn man eben sehr viele Einträge auf einmal indexiert. Da ist dann die einfachste Variante, dass man die Stapelgröße, wie es in den Einstellungen heißt, runterdreht. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Eigentlich sollte in Joomla 4.2 auch endlich das möglich sein, dass man Custom Fields indexiert. Das ist leider im letzten Moment doch noch rausgeflogen. Da gibt es aber jetzt mit Joomla 4.3, ich gucke da vorne rüber, garantiert funktioniert das doch, oder? Harald.
Du unterstützt mich doch da. Vergiss mal den Chef von Peter. Ja, aber du. Ein bisschen Druck auf. Nein, auf jeden Fall. Hast du es gefixt? Es ist gefixt, ja. Der Pull Request ist da. Also man kann dann jetzt auch eben Custom Fields per Smart Search durchsuchen und indexieren. Man kann sagen, das soll eben für diesen. Diese Felder sollen auch als Inhalt eben durchsuchbar in der Datenbank aufgenommen werden oder sie sollen sich eben als Taxonomies oder Klassifizierungen verhalten oder eben erst auch beides. Da kann man dann eben auch diese, ja, ich denke mal, wenn wir jetzt irgendwie einen Eventkalender haben, den man eben über Beiträge realisiert hat mit ein paar Custom Fields dabei, dann habe ich eben damit direkt die Suchmaschine für diesen Eventkalender direkt mit dazu. Ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte. Die Änderungen sind gar nicht so groß, die dafür notwendig waren. Und ich weiß nicht, hat irgendwer hier schon mal von OpenSearch gehört, von dem Standard? Ja, einer, super. OpenSearch erlaubt einem, dass man dem Browser mitteilt, hier, das hier ist eine Suchmaschine, darüber kannst du jetzt diese Seite zum Beispiel durchsuchen. Wenn ihr mit der rechten Maustaste auf eure Adresszeile geht im Browser auf einer Seite, die eben OpenSearch unterstützt, dann wird euch automatisch da angeboten, dass ihr das eben als Suchmaschine mit hinzufügen könnt. Das gibt es auch schon in ComSearch, hat so semi-gut funktioniert. In SmartSearch klappt das jetzt richtig und ja, damit kann man sozusagen seine eigene Webseite dann als Suchmaschine in der Browser-Adresszeile direkt mit einbinden. Ein kleines Gimmick, aber mir gefällt's. Dann vielleicht für die Entwickler, wie indexiere ich denn jetzt meine Daten? Ich brauche eben ein Plugin und dieses Plugin erbt von der Klasse, die da steht, also Adapterklasse letztendlich. Und im einfachsten Fall liefert jetzt oder implementiert dieses Plugin die Methoden Index und GetListQuery. Index ist das, was jetzt für Smart Search während der Indexierung eben die Inhalte aufbereitet. Also ich kriege irgendwie jetzt da, Index wird für jedes Item einzeln aufgerufen, ich kriege da irgendwie meine Daten rein und ich sage jetzt, okay, ich möchte noch zusätzliche Daten hinzufügen, wie zum Beispiel Tags, ja, Custom Fields, irgendwelche Mapping-Tabellen, sonst was, das füge ich jetzt alles an dieser Stelle eben in der Index-Methode hinzu. Und GetListQuery sammelt mir einmal alle Inhalte zusammen, die ich erlaubt mir für das Massenindexieren. Also wenn ich jetzt im Backend einmal auf Indexieren klicke, dass er dann eben alle Inhalte auf einmal indexieren kann und nicht nur jetzt eine bestimmte ID oder ein bestimmtes Item. Das Besondere ist, dass er GetListQuery auch verwendet, um ein einzelnes Item sich zu laden. Also innerhalb von Smart Search wird diese Methode für zwei Sachen verwendet. Einmal, ich rufe mir eben eine Liste aller Inhalte auf, die ich jetzt gerne indexieren möchte, wenn ich dieses Massenindexieren mache. Und zweitens löscht er teilweise auch Sachen aus dem Query dann raus und sagt, ich möchte nur bitte dass das Item mit der ID 5 oder sowas haben. Und vielleicht fange ich nochmal anders an, weil sonst kann mir, glaube ich, gerade keiner folgen, wenn ich jetzt so mich verhaspel. Beim Indexieren ruft er erst, das Programm, welches auch immer jetzt das Indexieren anstößt, ich möchte gerne das Item mit zum Beispiel ID 5 haben und möchte das jetzt indexieren. Dann geht Smart Search hin, ruft eben dieses GetListQuery auf
und sagt, und ich möchte aber, gib mir alles, was dieses Getlist Query gibt, aber ich möchte davon nur den Eintrag mit der ID Nummer 5 haben. Sprich, ich sollte nach Möglichkeit alles, was ich jetzt aus meiner Datenbank da abrufen möchte und was indexiert werden soll, auch schon in diesem Getlist Query immer mit aufrufen. Und das Ergebnis davon wird in ein Result-Objekt geworfen. Das ist mehr oder weniger eine Standardklasse, also da ist jetzt nichts großartig Besonderes dran. Und das wird dann eben an die Index-Methode übergeben, wo ich dann weitere Sachen dran machen kann. Und da in dieser Index-Methode kann ich eben weitere Inhalte hinzufügen zu diesem Result-Objekt und ich kann dann sagen, wie denn jetzt diese Inhalte indexiert werden sollen. Ich kann also auch Inhalte einfach hinzufügen, die ich jetzt gar nicht so im Index drin haben möchte. Aber weil dieses Result-Objekt später mir dann in den Suchergebnissen zur Verfügung steht, möchte ich vielleicht diese Inhalte in den Suchergebnissen mit ausgeben können? Ich brauche sie aber nicht im Index. Und als zu guter Letzt füge ich eben noch die Taxonomies hinzu. Ja. Wenn ich jetzt quasi meine eigene Komponente mit einbinden will, muss ich quasi also auch ein eigenes Plugin schreiben. Welches würde ich denn jetzt da aus dem Pool nehmen? Also heißt, wenn ich in den Plugin-Ordner gehe, und gibt es da Finder, Genau, da gibt und es dann einen würde ich mir einfach das Finder-Ordner. kopieren und mir angucken, wie das Genau. gut gemacht. Okay, alles Ja. klar. Also, ich sag mal, für Com-Content, das Content-Plugin ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Und da würde ich Genau. mir dann nehmen, wenn ich das für meine eigene Komponente benutzen will, dann nehme ich einfach das Com-Content und bastel auf meine Komponente um. Genau. Mehr oder weniger läuft es darauf hinaus. Wie gesagt, man sieht, Inhalte hinzufügen. Ich kann also da einfach was in das Result-Objekt reinschreiben. Das wird zum Schluss serialisiert und dann in der Datenbank gespeichert. Ja, wir haben dann Inhalte doppelt und es ist nicht schön, aber es funktioniert. Und wenn ich dann eben jetzt bestimmte Inhalte zum Indexieren markieren möchte, dann benutze ich eben das hier. Also ich sage, ich füge eine Instruction hinzu. Ich möchte, dass bitte das Attribut Title oder Meta-Author als Title-Kontext oder Meta-Kontext und so weiter verwendet wird. Also diese fünf Kontexte, die es jetzt hier gibt, das sind auch die, die in Smart Search zur Verfügung stehen. Die haben dann auch einen gewissen Hintergrund, denn dieser Kontext bedeutet, wie das gewichtet wird in der Suche später. Wenn ich also jetzt einen Title-Kontext habe, ich kann einmal kurz. Wenn nämlich jetzt hier in die Optionen gehen, dann haben wir hier unter Index Faktor Titel, Faktor Inhaltstexte, Metadaten, Pfadangaben, Sonstiges. Und das sind eben genau diese Kontexte, die man dort dann angeben kann. Und wenn ich jetzt eben hier sage Titel, Kontext, machen wir auf 4, dann wird das eben um den Faktor 4. Ja, oder werden die Vorkommnisse der Wörter in dem Titel mal 4 multipliziert. Und dann eben, wir fügen Taxonomies hinzu. Jetzt haben wir hier das große Problem, dass der Bildschirm nicht groß genug ist, aber ich sage mir eben, Add Taxonomy, gebe einen Typ an, also Branch heißt das hier, und dann kann ich dem einen Titel geben. Und ich sag mal ein paar selbsterklärende Sachen noch hinzufügen. Wenn ich jetzt sage, das ist eben was anderes als Access gleich 1, dann, also Access sind eben die normalen Zugriffslevel, die wir in Joomla haben, dann werden die also auch nur für bestimmte Leute angezeigt. Und die Nested Taxonomies, die erlauben eben, sowas anzugeben wie die Kategorien. Da haben wir hier eben einen Node-Interface, was das dann implementieren muss, damit der dann damit umgehen kann. Da gibt es dann eben entsprechende Interface-Klasse. Also gibt es ein entsprechendes Interface. Und eben in 4.3 wird man eben die Custom Fields auch noch mit diesem einfachen Befehl dort unten hinzufügen können. Ihr müsst halt eigentlich nur hinten den
Kontext für euch anpassen. Das ist dann der Kontext von den Custom Fields. Fragen? Nicht alle auf einmal. Ja. Das wären ja eben die Taxonomies, diese Klassifizierungen. Das sind die Suchfilter, die ich dann eben zum Schluss habe. Wir können gerne da gleich nochmal reingucken. Wie gesagt, mit diese Suchfilter wären eben, oder meinst du die konfigurierten, die ich im Backend einstellen kann, diese Suchfilter? Nach Autor, nach Kategorien. Da können wir auch gleich nochmal reingucken. Dann machen wir das doch in der Einfachkeit halber mal eben. Also die Taxonomies tauchen hier unter Inhaltsstruktur auf. Ne, das sind dann die verschiedenen Key-Value-Pairs, die ich also habe. Und jetzt kann ich eben hingehen unter Such oder unter Filter. Ich erstelle mir einen Filter, ich gebe dem den Namen Test und kann jetzt eben sagen, ich möchte, wenn ich jetzt einen Menüpunkt erstelle, kann ich hier diesen Filter dann später auswählen und ich kann jetzt dann eben sagen, ich möchte nur in Sachen suchen, die zum Beispiel Schlagwörter oder Kategorien sind. Oder ich möchte nur in Inhalten suchen, die von diesem Autor sind. Oder was wahrscheinlich am interessantesten ist, eben nur in diesen Kategorien. So. Und nur wenn eben die Inhalte dann in diesen Kategorien sind, werden sie mir überhaupt ausgegeben später. Hilft das ein bisschen weiter, oder? Ja, also eine Frage habe ich dazu. Mir ist mir nie so ganz klar gewesen, das, was ich anhacke, ist das jetzt weggefiltert oder ist das aktiv? Das ist das Aktive. Das, was du jetzt hier anwählst, ist das, was worauf sozusagen der Index zusammenschrumpft. Alles, was eben jetzt hier nicht angehakt ist, das ist wird oder nein, das ist nicht raus, aber die Suchergebnisse müssen auf jeden Fall zum Beispiel aus einem dieser Kategorien jetzt hier stammen. So. Das ist mir von der Beschriftung her nicht so ganz klar gewesen. Wir müssen an der User Experience noch ein bisschen arbeiten, ja. Und die zweite Frage ist, ich habe die auf einer größeren Webseite versucht zu implementieren und habe festgestellt, sie funktionieren nicht in den Kategorien. Okay. Und da gibt es eine größere Diskussion im GitHub. Okay. Hat sich dann bei mir im Forum jemand gemeldet, wo gesagt hat, ja, ich habe das Problem auch, ich habe versucht, einen Pull-Request zu machen, um das Problem zu lösen. Der wurde dann wieder zurückgezogen, weil er nur teilweise funktioniert hat. Aber mir scheint, das Problem ist natürlich wirklich gelungen. Das müsste ich nachgucken, das kann gut sein, ja. Wir können gerne da gleich nochmal, vielleicht nach dem Vortrag, uns das nochmal genauer angucken, wenn du möchtest. Dann, ja. Ja, nur eine Frage zum Update von 3 auf 4. Da ist die alte Suche ja auch noch mit drin. Ja. Bei einer frischen Neuinstallation von nur 4 ist da die alte auch noch mit dabei? Nein. Dann nicht. Das heißt, es bleibt genau. Nur noch von 3 übrig. Das bleibt ist von 3 übrig? Aktiv drin. Das ja. Man muss es selbst manuell umstellen. Man muss es selbst manuell umstellen. Man muss auch, wenn ich von 3 auf 4 aktualisiere, läuft die alte Suche auch nicht mehr unter 4. Da muss ich auf jeden Fall ein Update einspielen. Es gibt das ComSearch gibt es als Standalone-Extension jetzt auch. Es gibt einen Repository dazu unter Joomla-Extensions/search und da gibt es eben dann die aktuelle Version. Wenn ihr von 3 auf 4 aktualisiert, habt ihr auch automatisch das Search Package dann
taucht dann zusätzlich mit auf und über den Updater wird euch dann ein Update dann angeboten. Und ja, aber das muss man dann eben händisch umstellen. Das heißt, läuft es noch parallel weiter, auch mit der alten Suche? Man kann die alte Suche auch unter Joomla 4 noch weiter betreiben, ja. Ich meine, wird die auch noch weiter gepflegt oder ist das irgendwann nur noch an einem Standard, der fest ist? Das kriegt Bugfixes, dass es noch auf dem aktuellen Joomla läuft, aber es wird dort keine Neuentwicklungen, irgendwelche neuen Features oder sowas geben. Also Joomla 4 wird noch bis Joomla 5, das alte ComSearch wird bis Joomla 5 noch weiterentwickelt. Wenn Joomla 5 kommt, dann war es das. So. In der letzten Session wurde empfohlen, ComSearch zu installieren nach dem Update auf Joomla 4. Ich würde halt auch sagen, konzentriert auch euch nur auf den Suchindex, weil ComSearch wird halt in Joomla 5 wird es das nicht mehr geben. Und das, was ich bisher für Erfahrungen gemacht habe, sind die Leute von verschiedenen Suchkomponenten einfach nur verwirrt. Und sind froh, wenn sie es. Muss man den Index immer manuell anstoßen? Oder nein. Nein. Ja, also wann aktualisiert er sich? Jedes Mal, wenn ein Inhalt das unterstützt, dann wird jedes Mal beim Speichern das automatisch im Index aktualisiert. Und ich muss auch eigentlich so gut wie nie den Index neu indexieren. Es gibt zwei Ausnahmen. Ausnahme 1 ist, wenn ich unter den Optionen in diesem Reiter hier was verändere. Wenn ich hier unter Index Einstellungen ändere, nicht bei allen, aber bei den meisten, dann sollte ich danach den Index einmal leeren und einmal neu erstellen. Manuell. Also ich gehe hier auf Wartung, Index leeren, klicke dann hier auf Index und dann kommt ja dieser lange Prozess. Der zweite Fall, wenn ich selber in der Datenbank in den entsprechenden Finder-Tabellen irgendwas gelöscht habe oder was geändert habe, dann so, da sollte man sich nicht drauf verlassen. Weil, ganz kurz, dann, wenn ich die Smart Search speichert auch einen Hash über den jeweiligen Inhalt. Und wenn der sich nicht verändert hat, dann indexiert er den nicht nochmal neu. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach nochmal auf Index klicke, dann rauscht das eigentlich ziemlich durch. Müsste, ja, so. Das geht halt viel, viel schneller, als wenn ich nochmal komplett alles neu indexieren würde. Weil er bereitet zwar den Inhalt vor, dass der jetzt indexiert werden kann, aber dann guckt er, okay, das, was er da jetzt vorbereitet ist, ist identisch mit dem, was ich schon in der Datenbank habe. Dann überspringe ich das einfach und nehme das nächste. Wenn ich jetzt eben in diesen in den Einstellungen hier bei Index was ändere, sind das aber eben Einstellungen für den Indexer selber. Und dann kommt eben was anderes im Index an, obwohl es dieselben Inhalte sind. Deswegen muss man da dann den Index einmal leeren und neu starten. Jetzt hat Harald sich da hinten schon die ganze Zeit gemeldet oder hat sich das schnell erledigt? Was haben wir denn? Wenn ich den Index leere, bleiben die Suchergebnisse erhalten oder werden sie noch gelöscht? Nein, die werden auch mitgelöscht. Aber ich wollte noch mal einhaken bei der Komponente, weil du gerade sagtest, die Komponente muss da können. Also was müsste ich jetzt bei meiner Komponente realisieren, damit die automatisch den Index anstößt? Deine Komponente sollte die Content-Events implementieren, sprich on after save, on before delete, glaube ich, das sind, glaube ich, die beiden wichtigen. Und das kannst du im Endeffekt und dann natürlich die Content Plugins dafür aufrufen. Die Alternative ist, dass du du musst halt einfach nur nach dem Speichern entsprechende Events anstoßen, nach dem Speichern und nach dem Löschen. So. Und bei Änderungen der Zugriffsrechte darauf. Okay. Ne, das sind so die drei Sachen, wo du
ja, wo deine Komponente eben entsprechende Events auslösen müsste. Wenn du die normalen Joomla MVC Klassen verwendest, dann machen die das eigentlich alle schon. Okay. So, also da hast du diese Events, die ausgelöst werden müssen, und dann brauchst du eben ein Plugin, was auf diese Events reagiert. Wir haben eben in den Finder Plugins findest du eben, wenn du dir das Content oder das Content Plugin anguckst, die haben alle etwas andere Namen, die Events, aber die werden von einem Content-Event, was wir haben das Finder-Plugin bei den Content-Plugins, was dann von dem einen Event auf den anderen übersetzt. Aber du brauchst halt eigentlich nur diese Events in deiner Komponente, was du automatisch hast mit den Klassen. Und du brauchst eben das Plugin, was dann eben darauf reagiert und die Sachen indexiert. Also cool, wir am besten dann einfach mal bei ComContent an, die da gelöst genau. Und dann lässt du das schon ableiten. Ja. Noch ja. Eine Frage zu den Gewichtungen. Wo kommen die her? Sind die Bayer Kunden, sind die von Google oder? Die Gewichtung hat sich jemand ausgedacht, der damals die Komponente das erste Mal geschrieben hat. Das sind alte Werte. Also das sind, ja, ob die jetzt irgendwie wissenschaftlich ja. Hinterlegt sind, kann ich so nicht sagen. Okay. Das, ja, also wie gesagt, die Entwickler, die das damals bei Joomla 2.5 eingereicht haben, sagten, sie würden danach noch weiter daran arbeiten. Das ist halt jetzt nie so wirklich passiert. Und wir haben dann, also ich habe dann halt bei Joomla 3.9, glaube ich, da dann Hand angelegt, und das war so das erste Mal, dass halt jemand wieder sich mit diesem Code beschäftigt hat. Und ich glaube... Hat auch keiner irgendwie in der Recherche mal durchgeführt, wie es aktuell ist oder wie Google das macht oder die anderen Suchmaschinen darauf? Das, nee, also da, das ist aber auch, glaube ich, das kann jeder für sich entscheiden. Deswegen sind es ja auch Optionen. Also da würde ich jetzt, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne deine Metadaten höher gewichten, ne? Genau, das wäre halt die Sache, aber ich glaube, die kommen relativ, also ich weiß nicht, woher das kommt. So. Genau, wahrscheinlich gewürfelt. Ja. Wenn keine Fragen mehr, dann vielen Dank.